Ein verheerendes Feuer vernichtete im Oktober die Wenningstedter Strandkorbhalle. 1500 Strandkörbe verbrannten. Nun wird die Brandstelle aufgeräumt. Eine Spezialfirma ist in den nächsten Tagen und Wochen damit beschäftigt, die Brandtrümmer fachgerecht zu entsorgen. Immer noch ist sichtbar, welch großer Schaden der Gemeinde durch das Feuer entstanden ist. Die Kriminalpolizei ermittelt einige Wochen nach dem Brand immer noch in alle Richtungen. Zur Ursache wurden bisher keine Ergebnisse veröffentlicht.